Willkommen zurück, meine lieben Freunde, zu Let's Play Assassin's Creed Unity. Wir sind wieder fleißig am Rätsel lösen. Suchen. Ich fotografiere ja die Rätsel mittlerweile immer mit dem Handy noch ab, deswegen können wir mal gucken. Es bedeutet, verwaister Turm, was ist aus dem Rest geworden? Der Beginn einer Pilgerreise, Erinnerung, Fetzen hängen an den Schnäbeln der Chimären. Könnten jetzt halt diese Dinger links und rechts von uns sein. Atmosphärischer Druck an einem, Alchemie an dem anderen. Aber ob wir hier richtig sind, man weiß es nicht. Aber dadurch, dass hier Interagieren steht, sind wir hier richtig. Super, dann haben wir auch dieses Rätsel schon gelöst. Viel zu krass, dass ich das so schaffe. Hier war irgendwo ein... Springen! Ja, wir haben das Rätsel erfolgreich gelöst. Wer hätte das gedacht? Ich nicht. Wir plündern jetzt noch ein bisschen. Weil Assassin und so sein. Huch. Und gucken wir mal, dass wir die Mission jetzt hier machen. Tja. Ne, voll krass, aber ich glaube, ich hätte gar nicht gewusst, dass ich den Turm hoch müsste, wenn ich nicht zuvor die Kokarde da eingesammelt hätte. Naja. Eine trauernde Mutter verteidigen, die nur ein Andenken an ihren ermordeten Sohn mit nach Hause nehmen will. Sie haben ihn ohne Grund gehängt. Ich nahm ihm diesen Anhänger vom Hals. Bitte, Sir, könnt ihr mich beschützen, während ich ihn zu unserem Haus zurückbringe? Ja, natürlich. Frauen verteidigen. Das kriege ich hin. Tod den Aristokraten! Hängt sie am Laternenpfahl! Wieso hat sie... Wieso hat sie plötzlich ein Schwert? Wenigstens kriege ich das mittlerweile hin, Schüssen halbwegs gut auszuweichen. Wie gesagt, nur halbwegs gut. Hallo, Frauen erschießt man dich. Kann man jetzt weiter? Du bist ein bisschen voller Blut. Ach, sie schmiert sich das. Schmiert sich das noch so ganz entspannt am Ärmel ab und steckt ihr Schwert ein. Okay. Ja. Hut ab, Madame. Hut ab. Aber sie läuft schon ein bisschen gegen die Wand. Was ist los bei dir, Milady? Oh Mann, ey. Die Stadt ist schon ein bisschen zu voll. Ja. Kirschbomben voll. So langsam wie die Frau läuft, kann ich jetzt auch mal entspannt hier plündern. La 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 la. Nein, sie guckt die ganze Zeit, also sie läuft total behindert. Ah!
Ja, die teure Phantomklinge habe ich dafür aufgebraucht gerade. Richtig. Es geht schon weiter. Wo ist denn dein blödes Haus? Vor allem, warum möchte man die Frau töten? Weil die ein Andenken von... Es wird auch schneller gehen, wenn du nicht die ganze Zeit gegen die Gegenstände laufen würdest. Da hängt was in der Luft. Sehr interessant. Oh, der neue Leseständer für Broschüren zum Lesen. Sag mal, wenn ich renne, rennst du dann mit? Nein. Das sind schon seit Anbeginn des Spiels, seit es diese Spielerei gibt, ist es meine Lieblings. Aua. Wow. Ach, sie ballert. Ich denke schon so, wer ballert denn hier? Oh, aber ich bringe den Typen um. Hallo? Okay, du langweilst mich. Ich weiß nicht, was mit dem ist. Ich treffe den nicht. Hä? Was? Das war jetzt sau eigenartig, weil ich konnte nicht mal zielen auf den. Ja. Alles in allem sehr eigenartig. Doch. Oh, rennen wir jetzt gegen den Zaun? Ich möchte jetzt nicht sagen, die KI ist ein bisschen dumm. Aber die ist schon ein bisschen dumm. Das hat in den früheren Teilen auch besser funktioniert. Also das haben wir noch nie erlebt. Habe ich noch nie erlebt, dass irgendeiner irgendwo hingegen knallt. Aber die läuft ja auch nicht geradeaus, die läuft ja schief. Du hast überhaupt nichts getan, Milady. Bist du irgendwann mal zu Hause? Vielleicht? Endlich? Hab Dank, mein Herr. Das ist dein Zuhause. Habe ich ein Andenken an ihn. Möge er in Frieden ruhen. Ich möchte nur anmerken, dass das kein Zuhause ist hier. Just saying. Okay. Aber hier ist eine Truhe in der Nähe. Was sagt man dazu? Sie steht draußen. Ha! Ja. Ey, Junge. Oh! Junge! Durch das Fenster! Rückgratloses Schaf! Ich werde dich hören! Mit Haut und Haar! Was zur Hölle war das jetzt wieder? Man weiß es nicht. Aber wir können Verbrecher töten. Mal wieder viel zu spät natürlich, aber... Muss schon wieder niesen. Entschuldigung fürs Niesen. Ich kann ja auch nichts dafür, dass ich erkältet bin. Obwohl, in gewisser Weise ja schon, aber ich weiß auch nicht, was ich machen könnte, um mein Immunsystem zu stärken, weil ich mache schon viel Sport. Ich esse eigentlich relativ gesund. Oh Mann, ich will doch nur hier vorbeigehen. Warum
Ich weiß, ich hasse es halt in dem Spiel, schnell rumzulaufen. Aber warum muss der halt an jeder Scheiße hochklettern? Ich verstehe das nicht. Und es regt mich ein bisschen auf. Ein bisschen, aber auch nur ein bisschen. Man hat ganz schön viele Sachen hier zu tun. Möchte ich mal anmerken. Ziemlich viele. Och. Dann kommen immer diese Sachen. Vor allem immer da, wo... Das war so ein pseudo-guter Sprung-Tötungsakt. Das war voll kacke einfach. Dass das überhaupt funktioniert hat, ist total lächerlich. Wenn es fair gelaufen wäre, hätte ich sie eigentlich nur weggerannt. Ist das auch mein Kuhn? Ja. Oh, wie in Assassin's Creed 2. Beste. Aber ich muss schon wieder niesen und... Ganz blöd. Also, bis... So! Da sind wir wieder zurück. Das ist wirklich erschreckend. Guckt euch das mal bitte an. Und das ist nur die Hälfte von Paris. Deswegen machen wir jetzt auch erstmal die Hälfte nur durch, weil ich sonst, glaube ich, kriege ich komplett einen Anrappel, wenn ich die ganze Karte aufgedeckt hätte jetzt. Ich würde, glaube ich, ausflippen. Das stimmt gar nicht, weil das, was auch gut hier funktioniert, er springt sehr, sehr selten von sich aus so in den Tod. Vor allem dadurch, dass es jetzt diese Parcours-Runterlauf-Funktion gibt. Das sieht es schon ziemlich selten, dass wir uns selbst umbringen, indem wir einfach irgendwo ins Nirgendwo springen. Ich glaube, wenn wir hier reingehen und hier die Truhe nehmen und wieder rausgehen, bemerkt uns keiner. Ist auch kein Sperrgebiet. Ich darf hier sein. So. Okay. Das ist noch ein Rätsel. Irgendwie machen mir die Rätsel ja schon Spaß. Sie sind zwar echt knibbelig, aber wenn man dann so ein bisschen den Plan hat, wo man hin soll... Es ist halt leider tatsächlich... grenzübergreifend. Boah, ich gehe auch immer gerne durch diese Menschenmeuten und reg mich dann jedes Mal drüber auf. Ne? Ja, es ist halt zwar leider grenzübergreifend, das heißt nicht, also bezirksübergreifend, was ich echt scheiße finde. Aber ich glaube nicht, dass sie einen dazu verleiten, es sei denn, es ist wirklich so offensichtlich gestellt, dass es plötzlich Notre Dame nur noch sein kann. Dann finde ich das in Ordnung, aber ansonsten war das ja bis jetzt wirklich immer... So, Skorpion. Ihre Truhe ist voll. Achso, hier ist klar. Auch hier mache ich ein Foto, wenn das mal weg ist, richtig. Und wenn ich die Kamera auswählen könnte bei meinem Handy. Am Fuße der heiligen Zwillingsbrüder steht der Gerichtsbaum, auf seinen uralten Wurzeln von himmlischen Zorn vernarbt. Am Fuße des heiligen Zwillingsbrüder steht der Gerichtsbaum. Am Fuße der heiligen Zwillingsbäume steht der Gerichtsbaum. Was ist das denn hier? Schnellreise. Ja, das ist mir klar. Wir gehen einmal zurück zu unserem Café Theatre. Da unsere Truhe ja voll ist und ich möchte natürlich eben nochmal noch weiter Geld kriegen. Ich muss ganz ehrlich gestehen, bei dem Rätsel, was wir jetzt haben, absolut keinen Plan. Ne, wirklich gar keine Ahnung, wo was sein soll. Am besten Willen nicht. So. Einkommen. Oh, Geld. Oh, wir haben uns so einen Geldbeutel angehangen. Wie cool. Und jetzt ist er weg. Beruf und Vergnügen. Erfolg freigeschaltet. Ja, ich bin zu voll durch das Haus zu gehen. Wobei mir gerade auffällt, diese Nostradamus-Sache, ja, ist unterirdisch, ne?
Nee. Ups. Wo war das nochmal? In den Keller gehen. Da geht's hoch. Hier geht's runter. So. Was ist das? Hä? Komm, wir schwimmen jetzt zum Rat der Assassinen wieder und ich vergesse das wieder, wie jedes Mal, ne? Mit Sicherheit. Das absolute, ja, sag ich ja. Aber ist ja jedes Mal, hör, Tür glänzt, warum, was ist dahinter? Oh, warst du schon mal. Als ich in Paris war mit meinem Ex-Freund, war das halt anders. Da gab es nicht so glänzende Türen. So, was können wir jetzt hier Cooles machen? Rüstkammer. E öffnen. Durch das Lösen von Nostradamus Rätseln 4 Fragmente finden. Ein ungewöhnliches Gerät. Die wäre offen. Fragmente gesammelt 5. 10 müssen wir jetzt öffnen. Und was ist denn hier hinter? Säulen. Ach, okay. Was zur Hölle, was kann man denn hier machen? Oi, oi, oi. Ist ja interessant. Wirklich. Ne, ist wirklich gerade total, aber... Warte, es ist ziemlich simpel. Wir haben hier einen Pfeil. Wo ist denn der Pfeil? Ich weiß leider nicht, welches Sternzeichen das ist. Okay. Das hat irgend so eine komische Krakelhand. Das ist nicht diese Krakelhand. Ist es diese Krakelhand? Ich glaube schon, ne? Ja. So, was war das? Jungfrau oder so? Ich weiß es nicht mehr. Hat so diese drei Fingerchen nach oben. Was ist denn jetzt passiert? Ach so. Ist mir so, hä? Also die an sich. So, das ist das, ne? Ist das mit der. Mit dem. Jo. So, das ist der Wassermann, das weiß ich. Der ist dort. Sieht aus wie ein Tier. Ich versuche mir halt nur ein bisschen das Grundgerüst. Ich meine, man kann das ja direkt abgleichen. Aber ich kenne mich und ich bin ein sehr vergesslicher Mensch, deswegen, ne? Das ist es nicht. So, ist es jetzt? Kann ja nur noch das gewesen sein. So, und was haben wir hier? Das weiß ich auch nicht. Ich kannte mal die ganzen Symbole von irgendeinem Spiel, habe ich das mal gelernt, aber... Also, mir ist bewusst, dass es alles Sternzeichen sind, aber ich weiß halt gerade überhaupt nicht, was für Sternzeichen es sind. Das ist diese Hand, diese zwei Finger, diese Piece, also das, was jetzt kommt. Da passiert jetzt irgendwas? Ja, es geht was auf. Und wie komme ich da hoch? Was? Gedrückt halten tue ich. Aha. Ah, mal einmal ein bisschen penetrant auf der Tastatur rumkloppen. Ach. Aber nicht einmal so drücken, ne? Wo muss ich denn jetzt hin? Ich mag die Musik hier irgendwie. Es ist echt ein bisschen gechillt gerade. Die Folge ist jetzt vorbei, aber ich möchte noch eben rausfinden, wo wir hier hinkommen. Deswegen...
Und jetzt weiß ich auch endlich, wie das funktioniert. So, da haben wir schon mal diese Truhe. Die Truhe. Truhe. Dankeschön. Und hier können wir interagieren. Sie haben ein neues Andenken in der Kammer der Andenken freigeschaltet. Schön. Und damit haben wir ein bisschen was geöffnet. Gut, meine Freunde, die Folge endet hier. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss.